Ja, hallo, mein Name ist Olaf und ich zeige euch heute den Recrunch und den Push-Up am Variuslink. Ich zeige euch so ein bisschen die Besonderheiten, worauf ihr zu achten habt, und der Christian wird mir assistieren. Als erstes zeigen wir euch den Push-Up. Dazu geht ihr erstmal in die Beinschlaufen des Variuslink und lehnt euch dann einfach nach vorne, sodass ihr die Beine in die Luft bekommt. Alternativ könnt ihr die Beinschlaufen auch auf Höhe des Schienbeins oder des Oberschenkels befestigen und dadurch etwas Körpergewicht auf den Variusling verteilen. Wichtig ist bei der Übung, dass ihr die Bauchmuskulatur anspannt, permanent, den Bauchnabel also ein bisschen nach innen zieht und die Gesäßmuskulatur mit anspannt. Dadurch sichert ihr also die Wirbelsäule und schützt euch vor Verletzungen. Dann müsst ihr einfach nur, wie beim Liegestütz auch, die Arme beugen, die Brust Richtung Boden bringen und wieder nach oben drücken. Wenn ihr die Übung etwas schwerer machen wollt, könnt ihr etwas nach vorne gehen, kleine Stückchen, und dann habt ihr schon wieder etwas mehr Belastung auf Bauchmuskulatur und Beinmuskulatur. Nun zeigen wir euch den Recrunch. Das ist im Prinzip ein Crunch in Bauchlage und ihr habt natürlich die Beine wieder im Variusling. Ja, zunächst wieder in die Beinschlaufen einsteigen, nach vorne lehnen, dann einfach die Beinschlaufen bis zu den Füßen durchrutschen lassen. Wieder das gleiche Spiel wie beim Push-Up auch, die Bauchmuskulatur anspannen, Bauchnabel nach innen ziehen. So, und dann zieht ihr, so gut es geht, die Knie an die Brust ran. Wichtig ist wirklich, dass ihr die Lendenwirbelsäule dabei ein bisschen krümmt und dadurch die Kontraktion in der Bauchmuskulatur bewirkt. Dann geht ihr wieder langsam zurück. Achtet bitte auch darauf, dass ihr die Beine zusammenlasst. So, jetzt möchten wir euch natürlich auch mal zeigen, wie das in Aktion aussieht. Deshalb wird Christian jetzt mal eine halbe Minute lang die Kombination Push-Up und Recrunch machen. Christian, mach dich fertig. Nach vorne, Bauchmuskulatur anspannen, Gesäßmuskulatur anspannen und los geht's. Lasst euch bei der Bewegung immer Zeit. Ja, wichtig ist, dass ihr sie sauber ausführt und vor allen Dingen im Rücken nicht durchhängt. Außerdem könnt ihr immer intensivieren, ein bisschen mehr Brustmuskulatur. Ihr greift einfach ein bisschen breiter zum Beispiel, geht etwas tiefer nach unten auf den Boden, senkt also wirklich die Brust Richtung Boden ab und drückt euch ganz wieder raus. Okay, gut, danke.